Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Mazes Clash Channel. Besser spät als nie gibt es jetzt auch von mir noch einmal eine Zusammenfassung über das allerneueste Update, das am 26.01.2016 rausgekommen ist. Und wir schauen uns jetzt noch einmal alle drei Aspekte an. Und zwar gibt es da einerseits die Schatzkammer, den Beutekarren und auch den Sternebonus, die jetzt mit diesem Update neu eingeführt wurden. Und wir springen jetzt gleich mal zum allerersten zur Schatzkammer. Und ihr seht schon, an der Klamburg wurde ordentlich was am Visuellen gedreht. Wir haben jetzt keine Lager mehr für das Elixier, kein Lager mehr fürs Gold und auch kein Lager mehr für das dunkle Elixier obendrauf, sondern da liegen nur noch ein paar Goldmünzen obendrauf. Und wenn man jetzt nicht gerade in einem Clan ist, dann sieht man oben an Deck eine Treppe, die nach oben führt, wo man dann anscheinend hochlaufen kann und sich ausruhen kann. Jetzt gibt es aber die Schatzkammer. Die scheint anscheinend ins Innere der Clanburg gewandert zu sein und dafür gibt es hier auch einen ganz neuen Button, auf den man draufklicken kann. In der Schatzkammer ist Gold und Elixier und auch das dunkle Elixier gespeichert, das man aus den Clankriegs-Boni bekommt und auch die, die man über den Sternebonus bekommt. Zu dem Sternebonus komme ich nachher noch einmal. In meiner Schatzkammer ist momentan relativ viel Elixier drin, da ich, wie ihr sehen könnt, maximales Elixier habe und das dann natürlich da drinnen bleibt in der Schatzkammer. Es ist allgemein immer ratsam, wenn ihr was in der Schatzkammer drin habt, lasst es lieber erst einmal in dieser Schatzkammer drin. Denn aus der Schatzkammer können wirklich nur sehr, sehr wenig Prozent gestohlen werden. Das ist im Vergleich zur Clanburg von früher noch deutlich, deutlich weniger anscheinend. Die genauen Zahlen hat Supercell nicht veröffentlicht. Aber man geht so von, keine Ahnung, 3-5% aus, die da nur rausgeklaut werden können. Heißt, wenn ihr euren Clankriegsbonus bekommt, dann lasst ihn da lieber mal drinnen und wartet, bis ihr ein wirklich großes Update anstehen habt. Und dann könnt ihr praktisch den ganzen Loot aus der Schatzkammer in eure Lager transferieren und dann eben verwenden für euer Update. Die Schatzkammergröße ist zudem davon abhängig, wie auf welchem Level euer Rathaus sich befindet und außerdem auch noch an den Clan-Vorteilen. Wir schauen uns die mal an. Früher stand hier, dass der Lagerplatz in der Clanburg größer geworden ist und hier steht jetzt, zusätzlicher Lagerplatz in der Schatzkammer beträgt auf unserem Clan-Level momentan 30% und das kann maximal bis auf 50% angehoben werden. Ich glaube, auf Level 10, beziehungsweise auf Rathaus Level 11 und auf Level 10, ist das, was in die Schatzkammer reinpasst, deutlich, deutlich über 3 Millionen an Gold, 3 Millionen an Elixier und ich glaube, an die 15.000 dunkles Elixier. Heißt, da passt wirklich, wirklich viel rein. Und wenn man das da drin speichert, dann kommt man ja insgesamt auf über 13 Millionen an Gold und Elixier. Und das sollte einem dann doch das Farmen ein bisschen erleichtern, wenn man da dann ein sicheres Verwahrnis praktisch für seinen Loot hat. Jetzt gehen wir mal weiter zum täglichen Sternebonus, denn der wird da auch in die Schatzkammer hinein transferiert. Und ihr seht schon hier links unten, es gibt es jetzt ein paar Sterne, die über dem Angriffsbutton angezeigt werden. Ich habe momentan 3 von 5 Sternen, das heißt, dass ich praktisch täglich 5 Sterne holen kann in Mehrspielerkämpfen. Und wenn ich diese 5 Sterne geholt habe, dann bekomme ich einen gewissen Bonus. Jetzt schauen wir uns hier mal an. Hier gibt es so ein tolles Infozeichen. Wenn wir da draufklicken, sehen wir in meiner momentanen Liga und ich bin gerade in Gold 2. Sehen wir, dass ich insgesamt 140.000 an Gold, 140.000 Elixier und 400 dunkles Elixier für 5 Sterne pro Tag bekomme. Pro Tag heißt, ihr könnt praktisch diesen Sternebonus, wenn ihr ihn abgeschlossen habt, braucht es wieder 24 Stunden, bis ihr ihn praktisch wieder erneut die 5 Sterne sammeln könnt. Aber ihr habt dafür eigentlich so lange Zeit, ihr könnt praktisch auch an Tag 1 könnt ihr auch einen Stern sammeln und dann am nächsten Tag einen Stern und so weiter und so fort. Die maximalen Sternebonus, den gibt es auf Titan 3, da wo ich mit meinem Großen jetzt erst kürzlich war. Und da liegt er bei 360.000 Gold und 360.000 Elixier sowie 1.800 dunkles Elixier. Und das ist eigentlich so viel wie ein ganzer Angriff, den man da bekommt. Nicht ganz vielleicht, aber dennoch ist es eine ziemlich, ziemlich gute Bereicherung. Und 140.000 sind hier unten jetzt auf Gold 2, wo ich wirklich relativ weit unten bin. Eigentlich ziemlich cool. Und wir suchen uns jetzt mal einen Kampf, den wir einfach so mal schnell 2 Sternen werden, damit wir da praktisch
unsere Sterne voll bekommen. Wir schauen uns jetzt mal einen an. 29 Pokale, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Den probieren wir doch einfach mal. Ich würde sagen, von rechts oben, da die Luftabwehren relativ gut stehen. Wir haben hier auch noch einen Luftfeger. Den werden wir, glaube ich, als allererstes Mal ausschalten. Ich habe auch drei Wutzauber dabei. Und die Drachen sind noch von unserem Clankrieg übrig geblieben. Da setzen wir die Drachen außen. Oder oben habe ich noch ein paar Bauhütten vergessen. Die nehmen wir nachher noch mit. Damit praktisch die Drachen nicht nach außen wegfliegen. Und die eine Luftabwehr hat jetzt leider schon hier meine Drachen ins Visier genommen. Wir werfen hier mal einen Wutzauber drauf. Und hier rechts werfen wir auch einen Wutzauber drauf. Und da kommt die gegnerische Clanburg raus. Die versuchen wir hier jetzt noch mit einem Giftzauber zu besiegen. Hinterher kommen noch ein paar Truppen aus meiner Clanburg, würde ich sagen. Und hier in die Mitte rein kommt jetzt noch mein dritter Wutzauber, den ich noch perfekt auf die anderen Drachen drauf schmeiße. Nur mit den restlichen Luftabwehren sieht es jetzt nicht so gut aus. Wir haben zwar schon unsere zwei Sterne jetzt geholt, das ist ganz ordentlich. Aber eben mit der Luftabwehr wird es schwierig. Oh, oh, die haben hier meine Drachen. Ah, Mist, den habe ich jetzt total verworfen. Die haben hier meine Drachen im Visier und der Drache könnte es vielleicht noch schaffen. Ja, ganz knapp, komm schon. Ja, sehr gut. Das sieht doch sehr gut aus. Jetzt haben wir hier oben noch die vergessen, dann schmeißen wir da mal unseren King hin. Der kann da nämlich dann richtig schön cleanen. Und rechts in der Ecke haben wir noch eine Bauhütte. Links in der Ecke haben wir noch eine Bauhütte. Und dann sieht es doch nach wunderschönen drei Sternen aus. Dann zünden wir hier doch mal den König, da wir ja mittlerweile eigentlich schon relativ sicher sein können, dass wir hier die drei Sterne holen. Und wir haben hier ganz, ganz einfach jetzt schon 97%. Wunderbar, das waren unsere zwei Sterne, die wir gebraucht haben. Wir haben sogar einen Stern mehr geholt. Und jetzt fliegen nur noch die Drachen da hinten und holen noch den letzten Prozent, den wir hier noch brauchen. Und der eine Lakai ist sogar schneller als die Drachen. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Sternebonus so aussieht. Da haben wir perfekt 100%, wunderbar, und auch noch 29 Pokale bekommen. Und ihr seht schon hier, unser Sternebonus wird angezeigt. 5 Sterne und insgesamt 140.000, 140.000 und 400. Und der Bonus wird in die Schatzkammer geliefert. Jetzt schauen wir doch gleich mal in die Schatzkammer rein und ihr seht, tadada, das Gold ist bei 140.000 und auch die 400 dunkles Elixier habe ich bekommen. Und leider ist mein Elixier ja selber jetzt voll. Schade. Naja. Und dann gibt es noch einen allerletzten Aspekt aus dem neuen Update. Da zoome ich jetzt mal rein. Oh, was ist denn das? Ja, das ist ein Beutekarren. Sehr, sehr interessant. Sieht echt, echt schön aus. Da ist wohl irgendwer gecrashed auf dem Weg in mein Dorf. Ihr seht's auch, der ist leider, leider verstorben. Aber er hat immerhin ein bisschen Beute noch dagelassen. Und dieser Beutekarren, der taucht immer dann auf, wenn ihr gerade eine Verteidigung gehabt habt. Ihr seht auch, mein Schutz läuft in 27 Minuten aus. Das heißt, ich sollte diesen Beutekarren jetzt möglichst, möglichst schnell aufsammeln. Denn es gibt immer nur einen Beutekarren pro Verteidigung und wenn eine neue Verteidigung praktisch stattfindet, dann wird der alte Beutekarren nur geupdatet, wenn der mir gestohlene Loot größer ist als der momentan in der Beutekarre praktisch schon drin war. Und in der Beutekarre sind genau 20% des gestohlenen Loots drin. Heißt, man sollte eigentlich immer, wenn man verteidigt hat, den Beutekarren eben den ganzen Loot da rausholen, damit man dann auch, wenn man das nächste Mal wieder verteidigt, dann einen neuen Beutekarren bekommen kann. Sieht super aus und wir sammeln den jetzt auch mal. Und ihr habt gesehen, es war jetzt nicht so viel, was mir da geklaut wurde. Und ich habe natürlich auch leider wieder von meinem Elixier, bin ich relativ voll. Aber es ist immerhin eine sehr, sehr nette Geste, würde ich sagen. Ah, sehr interessant. Er bleibt sogar da, wie es aussieht, wenn man nicht alles raussammeln kann. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gewusst. Also er bleibt sogar da, wenn man nicht alles raussammeln kann. Und er wird dann, tippe ich mal, geupdatet, wenn ich jetzt wieder in 25 Minuten verteidige. Und dann wird er praktisch wieder mit
dem Gold nachgefüllt, das ich dann in der Verteidigung verliere. Das hilft natürlich, vor allem in der Verteidigung, wenn ich dann wieder ein bisschen was von dem, das ich verliere, zurückbekomme. Das ist, kommt mir entgegen und dem Gegner kommt es auch entgegen, weil dem Gegner wird es nämlich nicht geklaut, sondern das ist praktisch zusätzlicher Loot, der hier mit in Clash of Clans wieder mit hineingepumpt wird. Und das ist natürlich positiv für alle. Ich glaube, das war es soweit, was jetzt das neue Update gebracht hat. Es gab noch ein paar Balancings. Zum Beispiel gibt es jetzt auf Rathaus 7, gibt es jetzt schon die dritte Luftabwehr. Das könnte natürlich wirklich sehr, sehr interessant werden gegen die Drachen Level 2. Denn bis jetzt war es immer relativ einfach, ein Rathaus Level 7, ne? Zu 3 Sternen, vor allem mit Drachen. Und das könnte jetzt mit 3 Luftabwehren echt, echt schwierig werden. Und was es jetzt noch Neues gibt am Balancing, dazu besuchen wir nochmal Smokey hier in Semper Repmes. Und wir schauen mal dessen Adlerartillerie an. Von der haben ja viele noch gesagt, dass sie jetzt nicht wirklich viel Schaden macht. Und das stimmt auch in gewisser Art und Weise. Denn sie war nicht so ganz so effektiv, wie es denn anscheinend gewollt war. Und es gab wirklich viele Angreifer, die mit vielen, vielen Golems da angegriffen haben. Und daher macht die Adlerartillerie jetzt an Golems dreifachen Schaden. Das könnte sich, oder das wird sich definitiv auf alle Angriffsstrategien auswirken. Es gab schon jetzt einige von uns, die wirklich mit 5-Golem-Taktik nicht mehr wirklich den Erfolg hatten, den sie davor hatten. Und ich glaube, dass man sich da jetzt auch wieder ein bisschen umstellen muss. Außerdem gab es natürlich wieder weitere Bugfixes und kleinere Sachen, die Probleme aufgeworfen haben. Ich hoffe mal, ich habe jetzt alles insgesamt halbwegs knapp zusammengefasst. Es war dann doch etwas länger. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr wisst jetzt auch, was in dem neuen Update so alles dran kam. Und ich wünsche euch natürlich noch viel Spaß mit den anderen Videos hier auf Mazes Clash Channel.